Fahrscheine bitte. Ja? Die Fahrscheine. Die Fahrscheine will er sehen. Die Fahrscheine erst, der Ruhe erst. Tja, also sehe die Fahrscheine mit. Ja, was ist jetzt kein Fahrschein? Ich hab keinen Fahrschein. Ja, dann steigen Sie bitte mit aus. Nee, echt jetzt? Ja, echt. Nächste Station steigen wir aus. Hallo ihr schönen Menschen vor dem YouTube-Castle, ich bin der Bertl, das ist der Vers. Wir sind da bei Schwarzfahrer TV, beim Schwarzfahren erwischt worden. Keine Ahnung, was ich kann. Fahrschein. Ja, und sollen euch jetzt einen Schwank aus unserem Leben bringen. Ja, damals, 1973, als wir noch jung waren, das war aber so, viel Hip-Hop hat es ja noch nicht gegeben. Aber ja, wir haben uns Mühe gegeben. Damals auch schon, es war schon immer klar, dass wir auf jeden Fall da sitzen werden irgendwann und euch irgendeinen Blödsinn erzählen. Und ja, ich bin der einzige Musiker in meiner Familie. Die scheißen alle auf sowas. Ja, bin ja. Bis da. Ja. Also bei mir in der Familie wird grundsätzlich, glaube ich, nur Klassik und Austropop gehört so. Austropop. Und gibt's das noch? Ganz wenig Mainstream beim Autofahren, so wenn der Vater in Radio mitrennen lässt, so im Hintergrund, aber aktiver Musiker bin ich eigentlich der Einzige. Zu Hip-Hop bin ich mit ca. 13 Jahren gekommen. Also meine allererste CD war eigentlich eine Punk-CD, das war Green Day Dookie. Mit 13, 14 oder was dann die erste Hip-Hop-CD checkt, das war die Cypress Hill, die erste, die es gegeben hat, die rot-graue. Cypress Hill, weiß bis heute nicht, wie die Kassen haben. Ja, na, arg flashig bei mir. Ja, da musst du von irgendwas Fan gewesen sein oder ja, so. Ja, diese Nirvana, Offspring-Geschichten, Green Day, da habe ich auch die CDs gehabt, aber meine erste CD, was ich mir wirklich gekauft habe, meine erste CD habe ich mir mal prinzipiell sicher nicht gekauft. Die habe ich sicher geschenkt. Du kaufst da heute noch keine CDs, oder? Na gut, heutzutage ist ja das in Zeiten des Serratus. Ist ja das alles so. Also anders. Ich bin da schon ein CD-Kaufer, also ich bin einer von den Oldschool-Menschen, die echt zum Mediamarkt oder zum Saturn gehen und die runden gut Dinger, sein, die da in die viereckigen Plastikkasteln verpackt sind, kaufen und dann in diese Lesegeräte reintun, die Fülle ja gar nicht mehr und kennen. Und dann kopieren halt die ins Internet stellen. Na, sowas mache ich nicht. Kenne ich mich gar nicht aus damit. So. Ja, das ist auch aber seit einem Jahr Internet. Ja. Wie gesagt, also die. Die Vielfalt macht es ja aus und ich bin ja auch kein Musiknazi, so. Ich höre nur Hip-Hop. Oder bist du so einer? Oh, ja. Ich höre gerne Hip-Hop. Ja, ich höre auch gerne Hip-Hop, aber hörst du nur Hip-Hop? Nein, das nicht. Was hörst du denn sonst noch? Tja, Radio. Ein Scheiß, Alter, sag, was du hörst. Das ist ja gut, Falco, Jackson, das sind halt... Das hört man. Nein, habe ich nie gehört. Naja, du bist ja ein Opfer im Endeffekt. Also, wenn man nicht Falco und Jackson hört, jetzt nicht, weil sie beide tot sind, das habe ich schon vorher auch gehört. Genauso die Leute, was sagen, Falco war der Vorreiter von österreichischen Rap, weil er gebeat, irgendein bummvoller Kokler mit angeschlägten Haaren. Er war guter Musiker, er war erfolgreich, gut für Österreich, dass er ihm gegeben hat, aber gehört habe ich es trotzdem nicht, Alter. Absolut nicht zu der Zeit, wo der hin war. Genauso wenig wie Jackson. Ich habe Jackson seine Musik nicht gefeiert, aber immer respektiert. So. Darum sage ich auch, Vielfalt ist gut. Styles und Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so. Das macht der Hip-Hop aus, so die Vielfalt. Ja, so groß ist die Vielfalt eh nicht bei uns. Also. Naja. Oh ja. Ja, eh groß, aber für uns ein bisschen alle gegenseitig an. Gibt es in irgendeiner anderen Musik, dass sie. Keine Ahnung, die Bands untereinander dissen oder was nicht. Haben sie die Backstreet Boys mit NSYNC dissed oder so ein Scheiß? Oder die Kelly Family mit dem... Vielleicht nicht vor der Kamera. Robbie Williams oder so ein Scheiß? Kelly Family, keine Ahnung. Haben sie die nicht dissed? Wer ist das? Auf jeden Fall gibt es das nur bei Hip-Hop. So Battle belebt ja auch das Geschäft auf der einen Seite, aber... Meistens, ja. Auf der anderen Seite sind halt bei... Ich habe nur keinen Rapper gehört, der sich irgendwie beschwert hat, dass er irgendwie irgendein Beef oder irgendein Battle mit irgendwem rennen hat. Vor allem meistens machen sie es eh... Dass sie einfach irgendeinen Namen aufgreifen, der halt bekannt ist, und dann erhoffen sie sich irgendeinen Scheißdreck. Das bringt ja Fame. Beef schaut anders aus. Ich höre eigentlich nur Superfly. Ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber das ist der einzige Radiosender, den du hören kannst.
Ich höre Radio Wien eigentlich am liebsten. Aber ja, weil die. Da bist du aber schon so dran, da kann er jetzt nichts dazu. Eric Clapton und so, ja, chillige Sachen. Manchmal spielen wir auch ein bisschen Austropop und wie gesagt, ich stehe ja dazu, ich stehe auf Austropop. Ja, ich war da dafür, aber. Also da kommt dann zwischendurch so viel Scheiße, dass ich dann wieder. In Frankreich, da haben sie auch einen, die müssen einen gewissen prozentualen Anteil an einheimischer Musik, sagen. Ich glaube, dass die sogar zwei Drittel oder mehr an einheimischer, ja, Musik spielen müssen, so irgendwie. Also die spielen da nur Franzosen. Ja, das und gerade bei uns liegt ja das irgendwo bei 0,1%. Ist ja der Grund, warum wir eigene Radiosendung gemacht haben, oder? Weil das Radio in Österreich nicht wirklich österreichische Künstler supportet, oder hast du den Eindruck? Nein, mir fällt jetzt spontan nichts. Ja, wenn du drei oder irgendeinen Scheißdreck hörst, dann was spielen die? Die spielen Robin Williams oder wie der heißt dann. Und solche Geschichten halt, aber nur wie oft hörst du in Österreich, außer die Stürmer Christl und den DJ Wiki Wiki Ötzi. Naja. Dein Vorbild, ha? Nur so eine CD, da blase ich glaube ich nicht. Weil wenn es mir nicht zugrennt, warst, hätte ich die auch nicht. das hört sich so an, wie wenn ich irgendein läufiger Rüde wäre oder so. Ich weiß nicht, ob es läufig warst oder irgendwas, aber. So irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, von wo kenne ich die überhaupt? Das muss damals gewesen sein. Muss im Suff passiert sein. Unter irgendeiner Schneuen, was du mir ausgezogen hast. Ja, ich habe auch nur noch verschwommene Erinnerungen daran, weißt du, wie das ist. Wenn du mir dir den einen oder anderen Wodka einflößt. Ja, durch Saufen kommen die Leute zusammen. Jupp. Hast du es gehört? Post aus dem Internet. Schau her. Gudrun aus Otterkring im 16. Bezirk schreibt, wer's? Frage an dich. Du machst ja viel mit den Droogie Boys. Bist du ein Hooligan? Ja, na, super. Die Frage zeugt auf jeden Fall schon von Interesse. Kenntnis. Von Kenntnis. Ja, die kennt sie ja aus, die Schnallen. Gut. Martin, was sagst du da dazu? Nein, ich bin kein Hooligan. Ich bin ein Fußballfan, ein ganz normaler, so. Ich schaue ein bisschen Fußball. Mittlerweile nur noch ganz wenigen österreichischen Fußball so. Und ja, wie gesagt, also ich finde es okay, wenn sie zwei Parteien irgendwo auf der Blutwiesen treffen, so zwei motivierte Parteien, die haben sich dann die Zähne und so. Ich finde das. Finde ich echt in Ordnung. Findest du leid, oder was? Nein, wirklich, ist sowas wie eigener Sport. Was der, also nicht so auf Gewalt, also ist keine Lösung und so. Schau mal die Videos gerne. Ja, fix erst. Wenn das beide wollen, so, was der. Aber es gibt ja urviel von den Leuten, die jetzt, da weiß ich nicht, da irgendwie zu fünf, zwei Leute umhocken und so, was der. Und die, wenn da der Familienvater mit dem kleinen Kind so ins Stadion geht, was der, den irgendwie auffacken und so ein Scheiß, das von dem halte ich nicht viel, was der. Ich glaube auch die ganzen Alten und so, die checken es auch. Gibt sicher einige von die. Von den Jungen, die da halt mehr und so auf Hostschirm unterwegs sind. Müsste der Gudrun noch irgendwas mitgeben, einen Tipp auf dem Weg? Da. Zwecks origineller Fragen. Warum hat das, wer hat das ausgesucht im Studio? Das ist nur, schon, damit wieder irgendeine provokante Antwort kommt, weil es provozieren wollen die Arschkinder. Ja, weiß nicht, vielleicht ist es wegen meiner neuen Frisetten oder ich weiß nicht. Heißt, ja, nein, das ist so. Ach schon, erst die Leute sollen fragen, was sie wollen, so ist das ja wurscht. Halt. Ja, er kriegt die Vorscheine geschenkt. Nein, ein Blödsinn, ich hake ja nicht bei der Wiener Linie, nur weil ich einmal Werbung gemacht habe für. Also Urleim und Wiener Linie. Naja, was soll ich nicht. Naja, aber. Kannst du nicht sagen. Gut, fangen wir nochmal neu an. Warte kurz. Schleimt, Alter, wie sie einschleimt jetzt. Na, scheiß mir aus. Seitdem ich Führerschein habe, Alter, versuche ich die Öffentlichen zu meinen und ich habe mir, glaube ich, sicher von 100 Mal fahren, habe ich mir zweimal einen Fahrschein gekauft. Ja, wenn sie mich nicht erwischen, ist ja, ich besitze eine Jahreskarte. Ich bin oft erwischt worden. Ich bin echt oft erwischt worden. Ich hab, in der Jugendzeit habe ich einen eigenen Namen gehabt, den ich mir angegeben habe. Da war ja diese Geschichte noch nicht mit Polizei und so, nicht? Crazy Swayze. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil den hat es dann wirklich gegeben und der, den haben mehrere gesagt und der hat immer die ganzen Anzeigen von uns gekriegt und so. Das war so einer vom Hof, so Dillo. Aber war ganz lustig, Alter. Ich bin ja die Uhr. Nein, passt eh, die urgnädige Haut, muss ich schon sagen. Wenn mich wer kontrolliert in der U-Bahn, lasse ich mir extra lang Zeit, bis ich mir Geldbeutel aus dem Rucksack raushole und dann irgendwann nach 3 Minuten meine Jahreskarten herzeige, damit die ganzen Schwarzfahrer noch geschwind aussteigen können auf Leihwand, verstehst? Ja. Ich bin für Schwarzfahrer, weil ich meine, die Preise sind eine Frechheit.
Da gibt's Leute, die verziehen einer so schön die Waggons, malen die wunderbar an und die löschen das wieder ab, waschen das wieder ab. Das ärgert mich. Und das Abwaschen kostet viel Geld. Wer weiß, wo das Geld hingeht, weißt du, was ich meine? Ja. Aber wo man auf jeden Fall weiß, wo das Geld hingeht. Ja, bei der CD geht das Geld eigentlich directly in die nächste CD. Oder zum Wirten. Ja, gut. Es wird zwischengelagert, aber es wird wieder investiert auf jeden Fall. Recycelt. Ja, das ist, darum ist es ja ein Bioprodukt. Ne? Radio 66.62, Vers und der Bertel 2011. Alles Größen, was da mitspielen im Endeffekt auf der RCT. Und zu jedem Track gibt es eine Geschichtel. Also, ja, gib ja das ist dein Part. Also insgesamt haben wir auf unserem Mixtape 23 Titel. Zwischen Intro und Outro sämtliche Styles wieder vertreten, die von mir irgendwie so angegangen werden. Wir haben Stories. Wir haben die Battleschiene. Ja. Wir haben den spätpubertären Charakter auf jeden Fall. Ja, und viele Stories sind halt wirklich dem Sommer, also das war eigentlich mein Sommer-Mixtape so irgendwie. Also wir waren im Sommer zum Beispiel auf Urlaub, nicht? Wir haben zwei Schwerverletzte gehabt, ich mit und da im Urlaub so. Ja. Entschuldigung, Raffi. Mit dem gebrochenen Haxen, ich selber war Opfer von so einem giftigen Fisch, oder meine Hand ist ja angeschwollen wie der Hulk hat ausgeschaut. Wie vom Popeye. Zumindest auf einer Seite. Aber 3 Wochen Krankenstand, also Fisch sei Gott. Dank, meine. Fisch sei Dank. Im Krankenstand habe ich dann geschrieben, glaube ich, die Federn-Disco. Mit IC. Ja, die Hymne für alle Krankenstandler und Stangler und Ovezara. Dann ist mein Computer eingegangen. Dann ist dann diese Google-Hupf-Nummer entstanden. Nicht Google-Hupf. Da bist dann du ins Spiel gekommen, nicht? Du hast mir dann den PC kackt da alles gekriegt, damit es wieder gerannt ist, das Werkel da. Dann habe ich für den Bertl eine Nummer gemacht, Teenage Mutant Hero Bertl. Mein Held am PC, wie gesagt, er ist der Mann für die Notfälle, wenn irgendwelche Kasteln aufblinken da am Desktop. Ein Interview haben wir oben. Mit Shebokill von Urfett. Stinger de Bon, die Hymne für alle, die sich aus Pringles-Dosen selber Bongs basteln und so. Wir haben wieder Cut-Nummern oben. Wir haben einen Remix oben von Falscher Film. Style Rappers Nummer. Es ist auch wieder ein bisschen Gesang dabei. Ja, weil ich Message geschrieben habe, ich kann nicht singen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich muss üben und übe das am besten gleich auf einem Mixtape. Also, da ist der Beweis oben, dass ich sehr gut singen kann. Gehostet ist das Ganze mal vom Guilty. Brauche ich nicht vorstellen, wer das ist, nicht. Der Sebokill ist dabei. Linky, ein Newcomer mit Goldkehlchen, der viel zu wenig macht, der Furless sagt er wieder. Mike Myers, IC, meine Styfile Records Kollegen sind natürlich auch wieder am Start. Der Doppler ist dabei bei einer Nummer. Und der Kurt Leitinger, auch wie auf jeder meiner CDs. Vertreten. Und so weiter und so fort. Ich würde sagen, die Leute, die wissen wollen, was da noch so oben ist und wie sie das dann tatsächlich anhört, die sollen sie die CD ganz einfach checken. Obwohl es ein Mixtape ist, fickt sicher den Rest da. 65 Minuten und wenn ich mir da so manch anderes Album anhöre mit 30 Minuten, ich sage es immer wieder gern, das ist ja eine bessere EP oder so. Ne? Die Leute, die es haben wollen, die sollen da ganz einfach eine E-Mail schreiben, nicht? Ja, genau. Die Mädels können mir schreiben, die Burschen können ihm schreiben. So. Das erzähle ich deiner Freundin. Ja. Nein, okay. So, da geht es ja, um Business. Ja, genau. Na, grundsätzlich aber war die Arbeitsweise diesmal cool. Ich habe endlich mal für mich hackeln können, jetzt so also in meinem neuen Studio. Juhu! Ja, das hat Vor- und Nachteile gehabt. At home. Ich habe es cool gefunden so. Daheim es war aufnehmen. Auf jeden Fall gut, dass du dein Studio, dass da was weitergegangen ist, dass du das anrichten hast können und das war auf jeden Fall gut. Da ist eh klar, dass das. Du kriegst von mir einen Haufen Tracks, fasst die zusammen und in dem Fall sind die dann beim Final Cut in die Rugged Ink Studios gemixt und gemastert worden und fertig war die Geschichte. Also wie gesagt, ich hab die Arbeitsweise. Ja, diesmal war es halt auch echt
da muss ich dir loben, das war echt viel Material auch. Deshalb auch 65 Minuten, weil wir wirklich viel Material gehabt haben und im Endeffekt das ja, wir haben es eh ausgefiltert, also da war ja eh nicht alles, da ist ja auch irrsinnig viel, was gut war, nicht drauf auf der CD. Was jetzt schon wieder vielleicht erahnen lässt, dass wir eventuell noch einen dritten Teil machen, aber ja, wer weiß, ich meine... Ja, da wird das nervlich aus. Ja, nein, ich sehe die auch nicht so gern und vor allem so oft. Ja. Das geht mir jetzt schon langsam auf die Eier. Du bleibst ein Heidl. Scheiß mich auch. Ja, siehst du, darum bin ich lieber beim Final Cut im Studio, weil der redet nichts. Wenn irgendwer so ein Sticker findet, in seiner CD drinnen, hart erarbeitet, gestern 18 Uhr in einer Rollen in Bertel braucht und bist, wie lang? Bis 8 Uhr bist du da gesessen und schnipp. Ja, ich glaub. Schnipp. Circa. Schnipp, das bist halt du. Nach dem zweiten geht's mir am Arsch. Aber für das habe ich die, du bist die Basteltante. Da muss man halt einfach eine beißen und sich irgendwie ablenken, sage ich jetzt einmal. Und dann bist du irgendwann im Modus und dann brenne ich eine CD nach der anderen Arbeit, zap, 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 zap. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bei dem zweiten Mixtape, ich komme gar nicht nach mit dem Produzieren, was die Leute bestellen. Ja, was mich urgefreut, ich bin urhappy über jede Bestellung, wirklich. Alter. Für jeden, da kriegt jeder ein Backel. Alter. 1 bis 2 Tage. Lieferzeit. Jo. Per Nachname. Das kommt in einem Backel, Luftkissenpolster, CD ist drin, haust einen, zap. Ja. Yeah. Und schneidest da. Die zuverlässliche Post. Haben wir gestern was von der Post gehört? Irgendwann, Alter, gibt es einen schweren Autounfall. Hier, irgendwer biegt in irgendeinem Baum drinnen, Alter. Was ziehst du aus dem Autoradio? 666. Fix, das wäre Kult, Alter. Das war ja der Promo, oder? Ich persönlich hoffe, dass uns wegen die geflatterten Beats da jetzt irgendeiner mal verklagt. Weil wir ja Milliarden machen mit dem CD. Das ist ja... Nachher. Später dann. Machen wir auf jeden Fall Milliarden. Also wir hoffen da fett auf eine Klage von irgendeinem Promi. Nicht? Ja zum Beispiel Exhibit oder so verklagt, dann wird das schon geile Promo sein, irgendwie so. Und die nächste Scheibe wird sie dann millionenfach verkaufen. Und die geht dann endlich. Du musst jetzt eh schon langsam in die Politik gehen. Ne? Ja, also wollte gerade sagen, der Ball ist soweit. Denk an die Vergangenheit, denk an die Zukunft, jetzt wird's. Ja. Langsam musst du ein bisschen was aufziehen. Wie gesagt, wer das nicht anlegt, das ist kein Hate. Ja, jeder will was. Ja, was wollen wir? Was ihr wollen solltet, was immer Radio 666, der zweite Teil ist da, wer's unter Bertel, Sex ist back, Alter. Wer's Gefraster Entertainments, der Bertel Production, UFO Beats präsentieren den zweiten Teil vom hinnigsten Mixtape aller Zeiten. Ich schwöre euch, verspreche euch, fickt alles weg, was kennst du da am österreichischen Markt. Gemixt und gemastert ist das Ganze im Rugged Ink Studio. Ihr könnt es ja mal auf der Homepage besuchen. Die blenden wir da unten jetzt irgendwo ein, hat mir der Kameramann gerade versprochen. Und kauft sich das, wirklich, das sind super 10 Euro, die sie da investiert, die aber nächsten paar Vorscheine. Einen ganz glücklichen gibt es ja, der muss es gar nicht kaufen, also die meisten müssen der schon einen Vorschein hat, der ja alles gehabt. Irgendwer hat schon einen Vorschein und der schreibt ja, kann ja eine Antwort schreiben auf die Frage, kommen wir gleich zurück. Ich zeige euch erstmal, was ihr gewinnen könnt, nicht? Also es gibt, was haben wir da alles, einmal einen Haufen CDs. Wie gesagt, ich zeige euch mal, was es gibt und dann fangen wir an mit der Frage und Antwort. Auf jeden Fall einmal 6661, 6662, das Neiche, das Neicherste. Vom Neichersten. Ein guter Rap ist teuer, mein neiches Album, Sampler. Und das Soloalbum vom Vers Universum. Ein paar Pickel drinnen, Radio 666 und was ja jeden eigentlich interessiert, ist das T-Shirt. Was auch dabei ist, was man auch gewinnen kann, schreibt einfach eine E-Mail an, an wen schreibt man die E-Mail? office@schwarzfahrer.at. Ja, das ist super, wenn ich da gerade die SMS kriege. Die Frage ist nämlich, auf welcher Frequenz senden wir unseren Mixtape-Beitrag, auf welcher Piratenfrequenz sind wir online?
A 33.3 oder B 69.7 oder C 66.6. Die sechste E-Mail, die gewinnt unser Package. Ja, und die Antwort schickt man an office@schwarzwarer.at. Hier. Und wer sich jetzt die E-Mail-Adresse noch immer nicht gemerkt hat. Der hat sowieso verloren. 4 CDs, ein T-Shirt, ein paar Sticker, ist es auf jeden Fall wert. Zahlt sich auf jeden Fall aus zum Mitmachen, Leilen. Schaut, dass das Package gewinnt. Und schaut Schwarzfahrer TV. Voll. Peace. Positiv, positiv. Wir werden ja unterstützt beim Blödsinn. So. Bei Blödsinn. Sponsored bei Blödsinn. Man muss ja geistig sich beweisen, um unser geiles Radio 66.6 Package zu gewinnen. Gusch. Gemixt und gemastert ist das Ganze in die Rugged Ink Studio. Scheiße, nochmal. Gemixt und gemastert ist das Ganze in die Rugged Ink Studios. Scheiße, verhurte, Alter, warum sind sie immer Studios, Alter? Rugged Ink Studio, da ist es der Mix passiert und das Mastering. Schaut mal vorbei auf www.ruggedink.com, wer Lust und Laune hat. Scheiße, was ist jetzt wieder, Alter? Jetzt wuchelt er wieder mit den Händen im Hintergrund. Einfach eine E-Mail mit dem A, B oder C an office@schwarzfahrer.at. Was nicht? Das ist so ein Zuspiel, was? Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie die Adresse ist, Alter. Wirklich, die guten Moderatoren, die machen das. Ja, aber was ist die Adresse, Alter? Zu, Alter. Punkt Athen, was sollen sie haben? Punkt CH oder ja, was? Punkt com, keine Ahnung, weiß ich nicht.